Ja, herzlich willkommen da draußen, ihr Fußballverrückten, ihr Fußballwahnsinnig ist wie euer Fritz Meloni mit dem FM 13 und mit FC Hansa Rostock. Und wir sehen, es geht in die DKB Arena, oder besser gesagt, Ostseestadion. Ja, 34.170 Zuschauer werden hier erwartet, volles Haus. Und das beim Tabellenvierten gegen den Tabellendreizehnten. Das ist schon eine ordentliche Geschichte. Ich will das mal aufschreiben. FCH gegen die TSG 1899. Ja. 14. Spieltag ist das. Und zwar der Saison 2022-23. Ihr hört wieder ein bisschen Musik, aber das ist jetzt die vom FM, da dürfte mir nichts passieren. Wir sehen Schalke 04, Topspiel gegen Gladbach, da trifft sich der Tabellenzweite gegen den Tabellensechsten. Dann sehen wir Frankfurt gegen Leverkusen, das ist insofern spannend, weil die Frankfurter eigentlich Ambitionen haben, etwas höher zu gehen in der Tabelle und Leverkusen im Moment voll auf Meisterschaftskurs. Werder Bremen, der Fünfte gegen Wolfsburg, auch ein interessantes Spiel. Weil die Wolfsburger, denen geht es so ein bisschen ähnlich wie den Frankfurtern, wollen eigentlich höher hinaus und ja, muss man abwarten. So, dann machen wir jetzt den Musik hier aus. Ich mache den Ton schon mal ein bisschen lauter, damit man nachher im Spiel. So, Heinze hat sich verletzt. Da werde ich dann den guten Harry mitnehmen. Den würde ich jetzt auch gleich von Anfang an spielen lassen wollen, weil Hannessen, ah doch, der hat eine 14, der Hannessen. Ne, müssen wir lassen. Patrick Weihrauch hier nur eine 9, Sturridge und Giffelsen haben sich einfach da, also da kommt bei Patrick Weihrauch einfach nichts mehr rüber. Vlachodimos hat hier eine 12 im Training von der Form her, aber Brinkis ist hier ganz hoch wieder einzustufen. Dunis Avdija, der ist im Moment, da würde ich sagen, der braucht mal eine Pause. Da geben wir Pierre Littbarski die Chance und wir bringen dann mal den Oliver Nietzscham rein hier. Und Avdija bleibt dann mal zu Hause. Soll sich mal so ein bisschen ausruhen. Ansonsten Heinze und Borswick Jackson natürlich noch lange verletzt. Das wäre dann die Mannschaftsaufstellung. Und wir gucken uns gleich mal hier den Gegner an. Gehen dann auch mal die einzelnen Positionen durch. Ja, dann würde ich jetzt hier den Titel würde ich jetzt hier vergeben. Littbarski. Ich hoffe, ich schreibe das richtig. Littbarski mit 2 T, ne? Barski, ja, ich habe es richtig geschrieben. Bekommt Chance. Ich versuche ja immer die Titel so ein bisschen kurz zu halten. Ja, und da sehen wir dann die Mannschaft und ich bin gespannt. Timo Horn natürlich uns allen bekannt hier, ein guter Torwart. 29 Jahre jetzt hier im Let's Play, aber das muss ich ja nicht wiederholen, das wisst ihr ja alles. Dann haben wir hier Bastian Odschipka. Westergaard, der ja der beste Spieler hier von den Hoffenheimern ist. Marco Königs, ein junger Mann hier. Andy Stewart. Ralf Daube, Jens Hegeler will seine Karriere bald beenden, Dennis Lüttgau, offensiven Mittelfeld hier, dann haben wir Miroslav Stoch, Nationalspieler, Stefan Butzmann und Josi Lu, der hier der gefährlichste Torjäger ist, der aber auch jetzt seine Karriere demnächst beenden will. Also, ich sehe hier ein Hoffenheimer Team, was mir uns keine Angst einjagt. Dennoch will ich hier Josi Lu in Sonderbewachung nehmen. Aber das müsste eigentlich hier von meiner Mannschaft hier zu bewerkstelligen sein, sodass wir gleich eigentlich reingehen können. Das Einzige, was ich mir nochmal angucken wollte, war die Tatsache, ob es Angebote gibt hier von mir. Wie gesagt, mein Vertrag läuft aus. Der Vorstand will natürlich, dass ich bleibe. Ja, ein Gehalt beziehe ich von 1 Million. Das ist natürlich nicht wenig. Aber Chelsea, sie wären die Idealbesetzung. Das würde mich natürlich reizen. Wo stehen die denn jetzt im Moment?
nur auf dem 10. Das würde heißen, die würden noch nicht mal international spielen. 38 Spieler sind dort drin. Das ist natürlich schon ordentlich, sage ich jetzt mal. Und vom Team her können wir mal gucken, wen haben sie da alles drin. Blackman ist ein guter Torwart. Dann Lukaku hier in der Verteidigung. Ne, Mittelfeld, ja doch, Verteidigung. David Lewis, ja, der wird demnächst auch, denke ich mir, raussortiert werden müssen. Dann haben wir hier einen interessanten Mann. Bosson, Kablan, Coridon. Adam Henley. Thiote will aufhören demnächst. Rommel. Eden Hazard. Peter Pilar. Das ist ein guter Mann. Oscar. Dama Romelu Lukaku. Robert Miele, Jesse Gimenez, Joe Bryan, Callum Chambers, Chris Hunt. Ja, wir sehen, also der Verein ist wirklich auch im Umbruch, ja. Deswegen könnte das interessant sein, zu so einem Verein zu wechseln. Tottenham Hotspur, Aston Villa, Girona, also da sind schon ein paar interessante Vereine. Und der FC Bayern wird mich als Idealbesetzung betrachten. Aber ich finde interessanter, hier ein Angebot zu machen. Ich will mal gucken, was da passiert. Oha. Der BVB gibt mir ein Angebot. Und guckt euch mal das Angebot an. Aktuell würde ich bekommen... bekomme ich hier bei Hansa Rostock. Das ist gut. Jetzt will ich nochmal gucken, ob mir der FC Bayern da auch so ein Angebot geben würde. Die würden mir 5 Millionen bieten. Die würden mir 5 Millionen bieten. Aber das ist natürlich schon gewaltig, ne? Und der HSV, was würden die mir anbieten? 1,7. Das sind natürlich jetzt schon Angebote, ne? Ja, so was hier so kommt, da wird mich nichts interessieren. Ja, Freunde. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Trainer, als Verantwortlicher, also wenn man jetzt als Trainer schauen will, wo kann man sich als Trainer hin besser entwickeln, dann würde ich nur sagen, sind natürlich die Bedingungen beim FC Bayern optimal. Dortmund, ohne Zweifel, das wäre eine Mannschaft, ja, weil ich so ein bisschen Ruhrpott-Blut in mir drinne trage. Meine Mutter kommt aus Recklinghausen. Und ich bin sicher, es gibt viele, viele BVB-Anhänger hier im Let's Play. Das würde euch wirklich interessieren. Deswegen würde ich nochmal gerne hier den Borussia Dortmund mir anschauen. Die stehen natürlich im Moment schlecht, aber die haben natürlich hier wirklich optimale Bedingungen. Ich will mal gerade gucken, wie viel ins Stadion reinpassen. 96.860 jetzt hier in diesem Let's Play. Das ist natürlich gigantisch und es ist eins der schönsten Stadions in Europa zumindest, ja. Und das ist wirklich schön. Das Team selber, da können wir mal kurz reinschauen. Da mal Liebmann im Tor. Schmelzer wird seine Karriere beenden. Corey Günther, der war ja auch bei uns. Dominik Girard. Kevin Großkreuz, auch schon 34. Emil Grantner. Max Venor. Moritz Leitner. Hoffmann. Pflücke. Duksch. Thomas Bürki im Tor. Sebastian Mehnert. Subotic. Levin Levi Faust, Dogan, Nikpur, Wollscheid wird auch seine Karriere beenden. Steffen Lang ist noch lange verletzt hier. Havemann, das ist die Mannschaft, das ist die Truppe. Das ist jetzt natürlich die Frage, was will ich machen? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, 11 Jahre Hansa Rostock. Die Mannschaft steht vor einem Umbruch.
Ich habe meines Erachtens nach das Optimalste rausgeholt, was ich aus dieser Mannschaft rausholen konnte. Wir haben das Double geholt, die Meisterschaft und die Champions League. Das kann uns hier in Rostock keiner mehr nehmen. Das ist ein Meilenstein. Und der FC Bayern ist im Moment in einer Krise und der Borussia Dortmund ist in einer tiefen Krise und der Hamburger SV, da war ich gewesen. Das war ein Verein, der mir von Anfang an Spaß gemacht hat. Und das wäre jetzt auch die größere Aufgabe. Deswegen gib mir mal eine kurze Pause zum Nachdenken. So, hier bin ich nochmal. Ich habe jetzt nochmal geschaut, wo für mich die interessantere Aufgabe liegen würde. Also der FC Bayern habe ich gerade nochmal geguckt. Das zeige ich euch gleich aber nochmal. Da ist jetzt der Erfolg schnell wieder zurückzuholen. Und hier ist es aber so beim BVB. Sie waren Meister gewesen in 2011 und 2012. Ich spiele ja dieses Let's-Spiel seit 2012. Und seitdem ist der BVB kontinuierlich immer weiter runter abgerutscht. Hat dann nochmal so kleine Phasen gehabt, nochmal in 2019, 2020, wo es besser lief. Aber insgesamt rutscht der Verein ab. Und ihn wieder zum deutschen Meister zu machen und zu einem großen Verein zu machen, wäre die Aufgabe in Dortmund einfach die bessere. Wir können mal beim FC Bayern schauen. Da sieht es so aus, dass sie nur in der Saison 2022, in der letzten Saison waren sie Zweiter, davor waren sie immer, ne? Und klar ist das auch eine schöne Aufgabe, so einen Weltklasse-Verein zu führen, ja. Für mich persönlich in diesem Let's Play reizt aber im Moment der BVB mehr und der HSV, das können wir auch nochmal gerne anspielen. Ja. Das wäre natürlich eine richtig dicke Aufgabe, ne? Aber um sich als Trainer weiterzuentwickeln, denke ich mir, ist das Angebot von Dortmund das, was ich jetzt machen werde. Und ich mache das jetzt spontan. Ich gehe rein. Ich nehme das Angebot so, wie es ist, hier an. Ich unterschreibe. Möchten Sie die aktuelle Liste der Spieler in Ihrem Blickfeld behalten? Wenn nicht, werden alle Spieler aus der Liste entfernt. Zukünftiger Verein ist dann der BVB. Das bedeutet, ich werde die Saison zu Ende spielen und werde dann beim BVB nächstes Jahr beginnen. Das heißt, das würde für mich ein ordentliches Ende bedeuten. Ja. Und deswegen freue ich mich darauf. Ich lasse trotzdem den Titel Lit Baski bekommt die Chance, weil ich will euch alle überraschen, was jetzt hier passiert. Und mein zukünftiger Verein ist dann der BVB. Das bedeutet, mein Engagement wird hier aufhören. Ja. Ich werde nicht mehr verlängern. Ich werde also hier meine Saison beenden. Kann natürlich sein, dass der Verein jetzt auch reagiert, dass BVB sagt, wir brauchen dich jetzt und dass das mein letztes Spiel hier wird. Wir werden sehen. In diesem Sinne gucke ich jetzt erstmal, Mannschaftsaufstellung hatte ich ja schon besprochen. Dann können wir jetzt ins Spiel reingehen und dann würde ich sagen, auf geht's. Ja, die Abschiedstour läuft. Herzlich willkommen hier im Ostseestadion, euer Fritz Meloni und ihr hört Never Walk Alone. Und das wird beim BVB natürlich dann dieselbe Einlaufmusik sein. Da wird sich nichts ändern, aber Smiloni, so wie es aussieht, wird wechseln, wird seinem Herz folgen, in den Ruhrpott zu gehen. Da, wo mein Blut herkommt, aus Recklinghausen, aus dem Ruhrpott. Das heißt, mich zieht es in den Pott aus dem hohen Norden. Seit 2012 hier FC Hansa Rostock. Und die Abschiedstour ist im Laufen. Ich habe es der Mannschaft gesagt. Wir werden, wenn ich hier den Vertrag erfüllen muss, bis zum Ende der Saison hier vernünftig bis zum Ende alles führen. Und da ist Seitz mit der ersten Chance. Die Mannschaft selber war, ja, schon gedrückt, muss man sagen. Denn einige Spieler, so wie Ronny Marcos, wie Schmitzkatz, wie Patrick Weihrauch wissen natürlich, dass wenn ich hier gehe, wird sich in dem Verein natürlich schon was ändern müssen. Und die Frage ist dann halt, was wird nach meiner Tätigkeit hier in dem Verein passieren? Ich versuche den Verein
so zu übergeben. Und wenn ich wirklich bis zum Saisonende bleibe. Und ja, hier, schöne Parade hier. Ich versuche natürlich nochmal anzustreben, die Meisterschaft. Ich versuche natürlich auch nochmal so weit wie möglich zu kommen im internationalen Geschäft. Damit wir hier die Mannschaft gut übergeben an den neuen Trainer, der dann nach mir folgt. Ich hoffe, dass der BVB in der Liga drinne bleibt. Das sieht aber im Moment ganz gut aus. Und dann würde ich den BVB komplett neu aufbauen. Und ich hoffe, ihr freut euch auf diese Aufgabe. Aber auch mit Wehmut. Manchmal muss man auch sich verabschieden. Und da war Sturridge. Also, die Mannschaft zeigt auf jeden Fall, dass sie meine Nachricht, die ich vor dem Spiel hier mit der Mannschaft alleine besprochen habe, dass sie sie nicht aus der Bahn wirft, sondern im Gegenteil, sie stachelt sie zur Höchstleistung an. Das sieht gut aus jetzt hier. Bis jetzt, der Druck ist sehr hoch auf die TSG. Und im Ostseestadion hat sich natürlich die Nachricht verbreitet von meinem Wechselgedanken. Und ich werde mich natürlich in den nächsten Tagen viel mit der Presse da rumschlagen müssen. Aber nichtsdestotrotz werde ich hier meine Arbeit vernünftig zu Ende führen. Aber es kann natürlich sein, dass die BVB-Verantwortlichen mich jetzt sofort haben wollen. Das muss man abwarten. Das Angebot ist draußen. Und da ist Dörrich mit dem 1:0. Auch er hat meine Entscheidung akzeptiert, hat gesagt, schade, dass ich dich nur kurz kennenlernen durfte als Trainer. Er hat uns hier gerne geholfen und er macht das wirklich gut. Sein 5. Treffer, den er jetzt hier markiert in der laufenden Saison. Und ja, so sieht's aus. Das wird halt auch euch, wenn ihr das dann hört, wenn ihr dann diese Nachricht erfahrt, das wird dann am Weihnachtsmontag für euch so sein, dass ihr diese Folge seht. Und da bin ich euch gespannt auf eure Reaktionen. Natürlich werden Leute schimpfen, werden sagen, was, du gehst von Rostock weg. Die wird es geben. Und da wird es viele sein. Aber es wird auch einige geben, die sagen, ja, Smiloni, endlich was Neues, endlich was anderes, endlich ein neues Projekt, ein neuer Auftrag, ein neuer Verein. Da sind wir mit dir dabei. Und ihr habt es gesehen, ich habe mich nicht für den FC Bayern entschieden. Das wäre auch eine interessante Aufgabe. Aber ich wollte jetzt einen Verein haben mit hoher Tradition. Und das ist der BVB. Und verspreche mir auch ein paar Mitglieder dann mehr hier, ein paar Abonnenten, ein paar mehr hier in diesem Let's Play. Das war ja auch so meine gedankliche Ausrichtung. Dass ich sage, FC Hansa Rostock hat natürlich viele Fans in Deutschland, aber der BVB hat natürlich wesentlich mehr, der FC Bayern auch. Und vielleicht kriege ich dann den einen oder anderen Abonnenten hier ins Boot, wenn ich dann demnächst BVB spiele. Das wird ja natürlich auch schwer werden, weil man weiß ja, wenn man zu einem neuen Verein wechselt, ist natürlich die Gefahr auch groß, dass man auch schnell wieder entlassen wird. Das, was ich hier 11 Jahre lang in Rostock hatte. Die Ruhe, die der Verein immer ausgestrahlt hat, wenn wir Krisen hatten, war natürlich enorm. Das werde ich natürlich bei Dortmund nicht haben. Aber jetzt sind wir erstmal beim Spiel hier. Und wir wollen auf jeden Fall mit Hansa Rostock die Meisterschaft verteidigen hier. Und es gibt eine gelbe Karte für Dennis Lüttgenau. Und ich will jetzt dann, wenn es so ist, dass ich bis zum Saisonende bei Hansa bin, will ich mich natürlich auch weiterhin Hansa Rostock intensiv widmen und will jetzt nicht in jedem Spieltag über Dortmund reden, sondern das mache ich nur heute mal kurz, weil die Entscheidung halt gefallen ist. Und der BVB hat zugesagt, definitiv. Nur wann der Wechsel stattfindet, ob jetzt sofort oder erst am Ende der Saison. Das müssen die Verantwortlichen des Vereins oder der Vereine jetzt noch klären. Meines Erachtens nach wird das am Ende der Saison sein. Das heißt, die Saison werde ich jetzt noch zu Ende spielen mit Hansa Rostock. Und das wird eine wehleidige Abschiedstour.
Wir führen 1-0, das ist erstmal Fakt. Das heißt, wir werden weiterhin oben mitspielen, wenn wir das Ergebnis halten oder wenn wir vielleicht auch noch einen drauflegen können. Das wäre natürlich super. Schöne Chance hier. Ich glaube, das war Pierre Littbarski, der ja, das ist ja der Titel, Littbarski bekommt seine Chance. Bin ich sehr gespannt, wie er das nutzen wird. Ronny Markus hat sich sehr schwer getan mit dieser Entscheidung, weil für ihn ist es ja auch so, er ist ja jetzt auch schon genauso lange beim Verein wie ich. Hat über 300 Spiele für den Verein hier gemacht und er kann sich gar keinen anderen Trainer vorstellen, hat er mir gesagt, aber er muss sich damit jetzt abfinden. Am schlimmsten hat die Nachricht aber Patrick Weihrauch getroffen. Er hat jetzt ein Krisenjahr. Und jetzt auch noch zu hören, dass sein Mentor, denn das war ich für ihn, ich habe ihn aus der zweiten Mannschaft aufgebaut und habe ihn 4 Jahre in die Weltklasse reinführen können. 2-mal Torschützenkönig. Und das war Stölz, der jetzt hier eine richtig gute Chance versiebt hat. Sehr kläglich, wie ich finde. Ja, das hat ihn sehr getroffen und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen wir mal, wie eure Reaktionen sind. Ihr wisst ja, ich spiele das Ganze ja hier fiktiv. Also es hört sich manchmal bestimmt lustig an für euch, wenn ich dann sage, ich habe mit Patrick Weihrauch gesprochen oder so. Aber ich habe mich für diese Version oder für diese Art zu spielen nun mal entschieden, dass das hier eine Geschichte ist, die frei erfunden ist, die wir einfach fiktiv hier gestalten. Und da muss man natürlich dann das auch so durchziehen. Jetzt aber José Lu, der gefährlichste Mann hier, der Hoffenheimer. Sturridge. Büffelsson wieder sehr weit hinten zu finden. Seitz. Und da ist Littbarski. Und der macht fast hier seinen ersten Treffer. Schön, wenn ich dann solche Spieler noch in die Spur bringen kann. Wie gesagt, mein Ziel natürlich dann hier einen Verein zu hinterlassen für den kommenden Trainer, dass er wirklich Spaß hat und auch in den nächsten Jahren hier oben mitspielen kann. Das sieht alles recht gut aus hier heute. Wie gesagt, die Führung 1-0 ist ein bisschen knapp noch. Hätte mir jetzt schon 1-2 Tore mehr gewünscht. Schauen wir mal. Zweite Halbzeit läuft. Oh, da kriegt Ronny Markus eine Karte, eine gelbe Karte. Der alte Veteran, der alte Kempe. Über 900 Bundesligaspiele, viele Tore, viele Freischusstore und auch Elfmetertore. Ein Mann, der einen tollen Weg gegangen ist, auch Nationalspieler geworden ist unter meiner Regie. Jetzt Sturridge. Wieder Pierre Littbarski. Sturridge. Und wird zu Fall gebracht und verletzt sich hier. Da muss also jetzt Patrick Weihrauch ran. Aber nach dem Spiel mal gucken, wie schwer er verletzt ist, was da jetzt genau passiert ist. Aber hat uns erstmal mit seinem Tor in Führung gebracht und jetzt kommt Patrick Weihrauch und ja, er möchte natürlich auch nochmal, das hat er mir versprochen, in die alte Form zurückkommen.
Ich habe auch ihm jetzt erstmal zugesagt, dass ich ihn dann auch nicht verkaufen werde, sondern gebe ihm nochmal die Chance, hier zurückzukommen. Das kann ich mir erlauben, weil der Verein stabil dasteht. Aber wir werden ein wenig den Neuaufbau betreiben. Da will ich noch dran mitwirken, wenn ich hier den Verein verlasse. Den Rest müsste dann der neue Trainer angehen. Aber da werde ich auf jeden Fall noch versuchen, noch so ein bisschen Struktur reinzuarbeiten. Und da wäre fast das 1 zu 1 passiert. Also das 1 zu 0 ist uns zu dünn hier vom Ergebnis. Das kann man nicht so gelten lassen. Da muss jetzt noch ein bisschen was kommen. Basti legt nochmal zurück auf Bender. Der nimmt noch außen. Jetzt kommt der Pass schön in die Mitte. Und da ist Patrick Weihrauch. Patrick. Die Killer. Die Klapperschlange. Oh, das wird ihm gut tun. Das wird ihm gut tun. Jetzt werde ich auch ein bisschen wehmütig. Jetzt werden wir erst bewusst, was ich hier mache. 2 zu 0 die Führung. Ja, ich kann euch sagen, das geht unter die Haut. Zu wissen, dass diese Mannschaft jetzt, dass ich mich entschieden habe, nach Dortmund zu gehen, ist auf einerseits die Freude auf was Neues, auf der anderen Seite merke ich jetzt gerade, diese Spieler sind mir doch ans Herz gewachsen hier, und jetzt gerade beim Tor von Patrick Weihrauch habe ich das ganz deutlich gespürt, weil seine Geschichte ist ja auch meine Geschichte. Da ist er wieder. Und wie er jetzt kämpft hier und will mir auch zeigen, du warst mein Mentor, du hast mich dahin gebracht, wo ich 4 Jahre lang Top-Leistung gebracht habe, zweimal Torschützenkönig in der Liga geworden bin. Das will ich dir natürlich zurückzahlen, und das spürt man jetzt gerade, und das tut mir das Herz gerade zerreißen. Ja, ich bin gerade ein bisschen nachdenklich geworden. Hansa Rostock, 11 Jahre. Wenn ihr glaubt, dass mir das jetzt gerade leicht fällt, dann irrt ihr euch aber ganz gewaltig. Das tut mir sehr, sehr weh, diese Entscheidung. Aber manchmal muss man im Leben solche Entscheidungen treffen. Das kennt jeder von euch. Es ist nicht immer so, dass man Entscheidungen, die man trifft, einem immer leicht fallen, sondern das Gegenteil ist oft der Fall. Aber manchmal ist auch so eine schwere Entscheidung die richtige. Und der Verein hat mir hier sehr viel gegeben. Euch auch. Es waren tolle Jahre. Und ich denke, es wird dann auch ein Best-of von Stefan Schmidt am Ende geben. Da wird er sich bestimmt was einfallen lassen, wenn es dann soweit ist. Hoffe ich jedenfalls, Stefan. Also bitte dran denken. Ein schönes Best-of, wenn ich hier meine Karriere in Rostock beende. Aber noch sind wir ja mittendrin in der Saison. Im Moment ist ja nur Tose kommt rein für Lüttgenau. Im Moment sind wir ja noch mitten in der Saison drin. Der Abschied ist ja noch vertagt. Es ist halt nur eine Entscheidung gewesen. Ich habe meinen Vertrag nicht verlängert. Und habe Palic kommt noch rein für Oczipka. Ich habe mich entschieden, ein neues Projekt zu starten. BVB heißt dieses neue Projekt. Natürlich verfolge ich das jetzt so ein bisschen, wo sie dann am Ende der Saison stehen werden, aber ich will, und das ist jetzt nochmal Kraft meines Amtes ganz klar ausgesprochen, deutscher Meister werden mit der FC Hansa Rostock. Das würde dann nochmal bestätigen, diese tolle Mannschaft hier geführt zu haben, dass sie nochmal in der Lage ist, deutscher Meister zu werden. Daran werde ich nochmal hart arbeiten mit ihr. Und auch nochmal versuchen, den Champions League-Titel zu verteidigen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da der Stand ist, weil ich jetzt länger nicht gespielt habe, ob das überhaupt noch möglich ist. Vielleicht laber ich da jetzt auch Scheiße. Und dann geht's nach Dortmund, und wie sagt Stefan Schmidt, mach bitte am Schluss hier ein schönes Best-of. Das hat einfach der Verein, das haben wir hier alle verdient. Nochmal, was alles in den 11 Jahren passiert ist. Das wäre natürlich eine sehr emotionale Kiste wird das werden, das weiß ich jetzt schon mal. Ich spüre es jetzt schon bei mir.
Und da ist wieder Patrick. So, wir werden jetzt nochmal einwechseln. Ich wollte nochmal den Ole bringen für Ronny Marcos, weil der jetzt gelb-rot gefährdet ist. Da will ich nichts riskieren. Und Ole soll noch ein bisschen Spielpraxis bekommen. Kommt also jetzt rein. Da ist er, der Ole. Geht unter die Haut. Ob ich dann nochmal so erfolgreich sein werde, wie es halt hier mit diesem Verein war, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dieser Verein hat mir viel gegeben. Und immer wenn ich ins Ostseestadion dann zurückkehren werde, wird mir eiskalter Schauer den Rücken unterlaufen. Und ich werde natürlich immer verfolgen, wo Rostock hingeht. Jetzt aber Kevin Seitz und da ist Weihrauch. Und was der jetzt für einen Druck da vorne macht, das ist schon enorm. Der will jetzt echt zeigen und ich glaube, mit dem Spiel bringt er sich auch wieder ins Team rein. Sturridge wird, so wie es aussieht, verletzt sein. Aber wie schwer, das müssen wir erstmal nach dem Spiel abwarten, wenn dann die Untersuchungen abgeschlossen sind und dann kann es wahrscheinlich sein, dass Poyampolo wieder ins Team zurückrückt und Weihrauch geht dann wieder auf seine angestammte Position vorne in den Sturm. Mit dem Spiel hat er sich auf jeden Fall wieder verdient zurückzukommen. Und da ist Julian Neu. Viel Platz jetzt auf links, wird dann aber geblockt. Pierre Baski, so wie ich finde, auch mit einer guten Partie. Fast sogar ein Tor gemacht. Und Patrick, für mich jetzt so mit dem Comeback hier, wirklich, das ist so das, was zum heutigen Tag schön reinpasst. Da ist er wieder. Löst sich. Boah, macht hier fast seinen zweiten Treffer. Also der ist heiß wie eine Frittenpfanne jetzt gerade. Fleck. Gespannt bin ich natürlich, wie diese Nachricht bei euch sich verbreitet. Ne? Da bin ich echt gespannt auf eure Kommentare. Bin auch gespannt, was Stefan Schmidt dazu sagt, ein Best-of dann für mich nochmal anzulegen. Weil das kann ich nicht so gut, wie er das kann. Ja, wir sehen uns gleich im Nachbericht. 2:0 war eine runde Sache. Da sind wir beim Nachbericht. Bester Mann war jetzt hier Steinar Hannessen bei uns und Timo Horn bei Hoffenheim. Insgesamt würde ich mal sagen, waren wir die deutlich bessere Mannschaft. Das sehen wir auch bei den Noten hier der Spieler. Und dann gehen wir mal in die Ergebnisse. Freiburg gewinnt 1:0 gegen Düsseldorf. Das heißt, Freiburg weiterhin im Aufwärtstrend. Die Streichtruppe hatte eine Krise Anfang der Saison, aber jetzt ist sie wieder richtig in der Spur. Ein heftiges Ergebnis hier im dritten Spiel. Eintracht Frankfurt verliert zu Hause 2:6 gegen Bayer Leverkusen und das macht so ein bisschen deutlich, wie Leverkusen sich aufgerüstet hat und mit Putz einen sensationellen Stürmer vorne drin haben und mit 32 Punkten, 4 Punkte Vorsprung jetzt vor uns, ist das schon echt eine Ansage, ne? Schalke gewinnt 3:1 gegen Gladbach, das heißt, die Schalker festigen sich auch da oben. Bremen spielt 2:2 gegen Wolfsburg. Hannover verliert gegen Dortmund. Das freut mich, dass meine zukünftige Mannschaft jetzt hier wieder Fahrt, wieder Luft unterm Flügel kriegt oder Wasser unterm Kiel. Braunschweig gewinnt 2:1 gegen Mainz 05 und Bayern München gewinnt 2:1 gegen Stuttgart und Hamburger SV gewinnt 1:0 gegen Nürnberg. Das kann sich doch sehen lassen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es irgendwo eine Meldung gibt. Keiner fragt, was man arbeitet. Jeder schaut nur auf die Tabelle. Das habe ich gesagt. Spieltag Statistik. Da sehen wir wieder Putz. Das ist ein sensationeller Spieler. Das muss man wirklich sagen. 23 Jahre. 14,3 Millionen, das wäre noch machbar für uns.
Aber vielleicht ist das einer, den ich mal nach Dortmund hole. Aber wir sehen auch hier Julian Neu und Hannessen sind im Team der Woche und sogar Kevin Seitz, also drei Spieler. Das kann sich auch sehen lassen. Die Teamleistung müsste dementsprechend gut gewesen sein, genau. Und in der Tabelle der Torschützenkönig natürlich Putz mit 21 Treffern weit vor allen voraus. Octavian Skretsch von Schalke hier auch ein guter Stürmer, aber der ist weit abgeschlagen mit 11 Toren. Und Sturridge hier mit 5 ist auf Position 15. Okay. Dann starten wir den Wochenverlauf. Wir sehen, es geht nach Paris Saint-Germain und ich bin jetzt gespannt, wie es in der Gruppe 6 aussieht. Der letzte Spieltag steht an, ob wir wirklich da verteidigen können oder nicht. Ich habe sie im Moment gar nicht mehr auf dem Plan. Bester Torschütze ist Christophe Moreau. Karl Zeiss Jena zufrieden. Lüth trifft und lässt Hamburger SV jubeln. Kellerduell Bochum. Braunschweig gewinnt gegen Mainz. Von der Tatsache, dass ich jetzt hier einen neuen Vertrag unterschrieben habe, ist nichts zu sehen. Und ich bin sehr gespannt hier. Und die Spieler sind sehr enttäuscht. Die werden jetzt natürlich diese Nachricht verarbeiten müssen, das ist klar. Aber im Fußball ist das nun mal so. Irgendwann ist alles mal zu Ende. Das ist wie im richtigen Leben halt. Und es geht weiter hier bei Hansa Rostock. Also ich wechsle erst zum Ende der Saison, bleibe also bis zum Schluss hier in Rostock. Also dürfen wir uns weiterhin über Fußball in Rostock freuen. Aber wir wollen noch mal gucken, was hier passiert ist. Hier sehen wir den Yannick Steinkrug. Den können wir mal loben an der Stelle. Fühlt sich veräppelt, verliert 10 Moral. Warum das denn? Ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Benno Schmitz fällt 2 Tage aus. Heinze 4 Tage. Boswick Jackson noch 20 Wochen. Ihre Spieler sind sehr enttäuscht, dass sie gegen ihre Ankündigungen mit einem anderen Verein sprechen, die Moral des Teams und ihre Sachen. Okay. Sturridge fällt aus, Oberschenkelzerrung 11 Tage. Der wird also gegen Paris fehlen. Wadenprellung. Robert Berger unglücklich, den sage ich jetzt aber mal super letztes Spiel. Wahrscheinlich unglücklich, dass ich ihn in die zweite Mannschaft gesetzt habe. Ja, Freunde, es ist jetzt amtlich. Wir können noch mal reinschauen unter Vertrag, unter Karriere. Also, zukünftiger Verein ist der BVB. Ich werde die Saison hier bei Hansa Rostock zu Ende spielen, deswegen könnt ihr euch jetzt noch auf schöne viele Spiele mit Hansa freuen, aber die Zukunft gehört dann dem BVB. Ich versuche hier, wie gesagt, eine vernünftige Arbeit zurückzulassen. Nehmen Sie bereits in der noch laufenden Saison Einfluss auf die Personalpolitik Ihres neuen Vereins. Das ist eine interessante Geschichte, da muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Vertrag auflösen, ich will mal gucken. Also die wollen, dass ich den Verein bis zum Ende führe. Dem ist so. Vertrag endet 2023 und der zukünftige Verein ist hier der BVB. Da kann ich aber schon so ein bisschen dran mitwirken, wenn ich das hier richtig sehe. Muss ich mal gucken, ja, wie das funktioniert. Aber das wird spannend werden und deswegen sage ich an der Stelle Tschüss, euer Smiloni und bye.